Yo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum Malzahar Gameplay. Wir spielen hier Malzahar Midlane. Malzahar Midlane finde ich, muss ich sagen, etwas geiler, da der Weg zum Turm nicht ganz so weit ist, wenn man mal gegankt wird oder sowas. Sollte man Toplane spielen, was definitiv auch geht, und man sehr hart reinpusht und dann so am gegnerischen Turm steht und pushen mit Malzahar ist mal schnell passiert, dann zum eigenen Turm zu kommen beim Gank, die Chance ist super gering. Also deswegen spielen wir hier eine Runde Malzahar Midlane. Wir spielen hier gut gegen den guten Ryze. Und das, was ich am Anfang immer versuche, direkt zu machen, ist mein Passiv zu nutzen. Ja, das heißt, ich versuche den Gegner direkt früh zu ehen. Das heißt, ihr habt gesehen hier, einfach mal eben so ein Free-E mitgegeben. Sollte der Gegner sich wehren, was er in diesem Fall nicht gemacht hat, dann blockt er nur euer, beziehungsweise dann haut er nur in euer Schild rein. Ja, das heißt, ihr habt ein Free-Trade am Anfang. Und das solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Das heißt, ich versuche immer am Anfang direkt instant eine E auf den Gegner zu bringen, wenn es halt gerade geht. Weil ihr, wie gesagt, diesen Free Trade so ein bisschen habt auch. Jetzt, ihr seht, ich versuche das zwischendurch immer mal so ein bisschen an ihn ranzukommen, falls die Möglichkeit da ist. Und ihm einfach das E mitzugeben. Vor allem weiß ich auch, dass er hat die Q. Und die Q ist natürlich ein Skillshot. Das heißt, er kann mich nicht so einfach treffen mit der Q. Das ist natürlich immer Matchup-abhängig. Aber er kann sie ja nicht einfach so da durchhauen. Und mein Ding, ja, das kann ich ihm ja einfach so mitgeben, wie ich gerade Lust habe. Ihr seht, das ist nicht einfach für ihn. Und jetzt hat er mich mit dem Q getroffen. Hat nur mein Schild gegeben. Ich habe hier direkt ein W mitgemacht. Ihr seht, wie viel Schaden das macht, ja. Das ist richtig kranker Schaden. Das heißt, E drauf, W mit dabei und dann rasten die Dinger komplett aus. Das ist quasi das, was man mit Level 2 machen sollte. Man sollte sowas natürlich nicht zu früh machen oder zu oft machen, weil das natürlich auch echt viel Ressourcen kosten wird. Und wichtig dabei ist, dass der Gegner möglichst weit bei euch steht. Beziehungsweise, wenn er ziemlich nah am Turm steht und wir das jetzt machen würden, dann würde ein Tower-Shot direkt den W-Minion kaputt machen und dann wäre RIP. Das heißt, man sollte das möglichst weit in der eigenen Lane machen oder wenn der Gegner weit bei einem steht. Man kann das auch am Turm machen, aber dann kriegt er halt nicht so viel Schaden wie jetzt zum Beispiel. Er hat auch schon gemerkt, okay, hey, hier ist Böses im Busch, das hat doch schon ganz schön reingehauen. Versuche ihm immer noch die ganze Zeit E's mitzugeben, ja. Die ganze Zeit E's mitzugeben, gib ihm dann noch ein Q mit und wollte hier so ein All-In machen. Ja, muss man sagen, hat leider ganz knapp nicht gereicht. Das war ein bisschen schade. Deswegen zum All-In habe ich jetzt auch mit Level 3 das Q genommen. Sonst hätte ich natürlich, so wie ich im Guide gesagt habe, auch mit Level 3 noch einen zweiten Punkt ins E. Das heißt, ich habe quasi jetzt. Ja, das Problem war so ein bisschen. Ich habe natürlich den Voidling gespawnt, aber der wurde natürlich sofort vom Tower Shot kaputt gemacht. Aber ich meine, besser zu benutzen als gar nicht beim All-In. Habe dann noch mit meinem Q was versucht, aber habe ihn leider nicht töten können. Aber Malzahars Early-Druck ist echt krass, ne? Also, das habe ich schon ein paar Games gemerkt. Es kommt natürlich immer auf euren Gegner an. Ryze hat natürlich echt wenig Range und kommt auch nicht so gut weg. Aber ja. So, wir haben jetzt, ja. Wir haben leider nicht so viel Geld, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall Base. Am liebsten würde ich immer das Buch haben, genau dieses Ding. Das Problem ist, wenn ich jetzt weiter in der Lane bleiben würde, ich hätte weniger AP als der Gegner und weniger Mana und er würde, dann könnte ich meinen Vorteil, beziehungsweise, ich habe ja guten Druck auf Ryze. Wenn ich jetzt in der Lane bleiben würde, würde ich diesen Druck abgeben, weil ich kein Mana habe, ich habe keine AP und dementsprechend. Ah, Schluck auf. Dementsprechend würde ich meinen Vorteil weggeben. Deswegen habe ich mich entschieden, hier doch wegzugehen. Auch wenn es so ein Buch ist, habe mir noch ein Pinkwood gekauft. Vision ist natürlich auch nicht verkehrt auf Malzahar. Die Kanone ist weg. RIP. Wir haben natürlich jetzt hier sau viele Minions, deswegen entscheide ich mich hier erstmal ein bisschen gegen zu pushen. Mach dann E drauf mit so einem Q bei, so dass das ein bisschen spreadet, wobei der da jetzt noch nicht sterben wird, oder? Ah, doch. Nice. Das heißt, also das mache ich ganz gerne, damit man halt so ein bisschen gegenpusht. Ja. Man könnte auch mit dem W arbeiten. Problem bei dem W ist, dass der Ryze einfach, dass die kleinen Minions töten könnte und dann. Ja, dann wird der Push auch nicht funktionieren, quasi. So, ich gebe ihm hier wieder schönes E mit, gebe ihm ein schönes W mit und gebe hier ein schönes Q mit. Aber das Q habe ich halt super spät gemacht. Ja, das heißt, das Q und ihr seht, der Dude, der kommt schon wieder mit 12 HP weg. Das Q habe ich halt ganz zum Ende gemacht. Ich wusste, er hat kein Flash mehr, er hatte ja vorhin geflasht. Und deswegen habe ich es ganz zum Ende gemacht, damit das E nochmal refreshed wird. Das ist halt wichtig so, dass ihr das E, beziehungsweise das Q halt so nutzt, um das E möglichst zu refreshen, damit es mehr Schaden macht. Aber so der Dude so richtig sterben will der einfach nicht. Das ist. Ja. Mein Vorteil natürlich in dem Matchup ist so ein bisschen, dass Ryze halt super. Ja, er hat nicht viel Range. Deswegen komme ich auch immer gut an ihn ran. Und ja. Pushe hier noch einmal komplett durch mit meiner kompletten Combo, damit ich jetzt nochmal Base kann, weil jetzt ist quasi dasselbe Spiel wie gerade eben. Nur, dass wir diesmal das Buch kaufen können. Ich kaufe immer das Mana-Buch, weil Mana. Hey, wir sind Magier, ne? Wir wollen natürlich Mana haben.
Ja, was gibt's sonst zu machen bei Malta? Ihr solltet immer gucken, dass ihr die Passive halt nutzt. Ja, wenn ihr jetzt im Early Trade die Passive verliert, dann ist es jetzt die Frage, ob ihr entscheidet, okay, hey, ich warte jetzt so lange, bis das Schild wieder aufgebaut ist und tradet dann mit ihm. So ähnlich wie man es auch bei Malphite macht. Ja, wenn ihr mit Malphite Schaden bekommen habt, dann. Oh, da ist sie im Tunnel gestorben. Wenn ihr mit Malphite Schaden bekommen habt, dann wartet ihr auch erst wieder, bis das Schild ready ist. Und so könnt ihr es quasi auch machen. Mit Malzer. Das heißt, dass ihr immer so ein bisschen wartet und safe steht, bis das Schild wieder drin ist. Am Anfang dauert das natürlich extrem lange. Dann müsst ihr gucken, ob das worth ist für euch oder nicht. So, ich habe hier wieder das E, das W dabei. Wollt ihr mir noch ein Q mitgeben? Hab's leider zu spät gemacht, muss man einfach mal so sagen. Ja, getroffen hat's natürlich, aber der Dot war schon ausgelaufen. Wir haben jetzt auch die Ultimate und ja. Ich weiß, dass er noch kein Flash hat. Noch hat er ein bisschen Flash-Cooldown. Ob wir an ihn rankommen? Ja, wir sehen schon, er ist super. Generell super safe. Da kommt die gute Vi. Da kommt die gute Vi. Da kommt die gute Vi. Das E ist drauf. Okay, und da hat er sich entschlossen zurückzukommen. Das war ein bisschen dämlich. Und dementsprechend konnte ich ihn ja abholen. Flash Cooldown hat er auch noch gehabt. 60 Sekunden circa. Oder 65. Und ja, mit der Ultimate kann man halt immer krass Leute catchen. Die Dudes, die gehen immer. Ja, wenn sich einer mal falsch bewegt. Der Ryze dachte, okay, wir sind beide schon am Weglaufen gewesen. Ryze dachte, okay, GG. Die hauen beide ab. Zack, den Laser drauf und festhalten. Hab mir jetzt auch gesagt, Alter, weil der Dude die ganze Zeit mit seiner wenig AP wegkommt, holen wir uns jetzt Schuhe. Schuhe sind wie gesagt ganz nett auf, ganz nett auf Fridolin, auf Malzahar. Da wurde die gute Vi getötet. Hier ist schon wieder Ahmad all mit all Tobi. Alles am Start hier, alles klar. Was geht? Was geht, was geht, was geht? Das ist übrigens der Overlord-Malzer-Skin. Und ihr seht, der Skin ist super lila, ja. Das ist, was ich meinte, weil das Schild macht ihn so lila. Wir können mal gucken, wie das aussieht, wenn das Schild gleich nicht mehr so ist. Aber ja, man muss einfach sagen, die meisten Skins sehen halt einfach so lila aus. Man sieht da nicht so viel Unterschied, weil sie halt von diesem Schild, ja, umschlossen sind, sag ich mal, und eingefärbt sind. Da kommt ein Pinkwort hin. Entweder da oder in die andere Seite. Mache ich auch ganz gerne immer. So, 30 Sekunden Ultimate. Die Ultimate hat halt echt wenig Cooldown, ne? Das muss man sagen. Und vor allem, wenn ihr schnell CDR kauft, so mit Level 11 hat sie dann nur noch 60%. 60%. Mit Level 11 und so 20-30% Cooldown Reduction hat die Ultimate nur noch 60 Sekunden Cooldown circa. Das ist echt krank. Das ist richtig krank. Und ihr seht, ich versuche ihm die ganze Zeit ein E mitzugeben. Er ist natürlich super defensiv und will nicht, aber ich versuche es die ganze Zeit hier und refresh das auch noch kurz mit einem Q. Das heißt, also länger hätte ich nicht warten können, weil sonst wäre er out of range gelaufen. Aber ja, das ist so die Idee, die man während der Landing Phase immer hat, ne? So ein E drauf. Wenn der Gegner weit bei dir ist, machst du EW. Ist der Gegner dann am Escapen und das E sofort am Auslaufen, dann noch das Q hinterher. Ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle mich mal hier so zu die Seite ran, um ihn so ein bisschen zu baiten, ja, dass ich ihm weil er ist super safe und ich kann ihn töten. Ich habe Ultimate und Flash. Und ich wollte ihm so die Sicherheit geben, hey, du, ich bin nicht da. Geh ruhig ein bisschen, move ruhig ein bisschen retarded. So, ihr seht schon, der kommt auch ein bisschen aus sich selbst heraus. Ja, ich muss dann aber allerdings sagen, dass der Dude dann auf einmal weg ist. Und das ist natürlich scheiße. Und dann habe ich mich entschieden, ah, scheiße, dann gehst du doch raus. Und dann war er halt doch da. Und ich wollte jetzt auch nicht noch mehr aufgeben. Aber das sind natürlich so kleine Tricks, die da gehen können. Hab hier dann den All-In gewagt, aber ob das reicht, ob das reicht? Wird das reichen? Nein, und er kommt da wieder weg. Also das hat mich auch so ein bisschen abgefuckt. Das ist ja immer so knapp hier. Also, das ist echt verrückt, dieser Dude, ne? Das ist schon echt crazy. Gerade mit Flash Ultimate kommt man halt immer recht fix an die Gegner ran. Sowas kann man natürlich immer bringen. Flash Ultimate. Gute Flash Ultimate. So, erstmal einen Schlücken trinken hier. Puh. So, wir haben. Oh, da oben ist auf jeden Fall fette Action. So, weil ich die Schnauze voll hatte, dass der Typ die ganze Zeit mit so wenig AP wegkommt, erstmal Boost geholt. Erstmal Boost geholt, weil natürlich die Minions jetzt auch schneller laufen. Ja, die haben jetzt mehr Movement Speed, die geben jetzt ein bisschen mehr Gas. Und vielleicht geben die ja jetzt auch mehr so viel Gas, dass der Gegner nochmal umgebracht wird, umstirbt, ja. Aber CS-technisch kann man sehen, Ryze hat 34, ich hab 68, das ist natürlich crazy. Also, CS-technisch ist das absolute Sahne hier. Kann man nichts machen, aber man hätte natürlich. Ich hätte ihn natürlich gerne öfter gekillt, weil einfach. Ja, keine Ahnung, das Potenzial war schon da, so grundsätzlich, ne?
Da kommt Mord rein. Im Prinzip müsst ihr halt aufpassen. Ne? Das Ding ist, was ich mache, ihr seht, ich gehe da die ganze Zeit so aggressiv hin und will ihm immer direkt meine Combo mitgeben. Hier nochmal ein schönes E-Refresh. Das Problem, was natürlich ist, wenn ihr so aggressiv spielt, müsst ihr halt gucken, dass ihr entweder Vision habt. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel unten mein Pink Ward und oben das normale Ward. Oder, dass ihr halt ein bisschen, also ihr müsst halt wirklich aufpassen, was Ganks angeht. Ne? Hier sehen wir den komischen Rek'Sai. Hab mir gedacht, okay, weiß auch noch da, vielleicht können wir den snacken. Hier hat mein E direkt drauf gemacht. Da hinten ist der Rice, den konnte ich noch queuen, aber mehr ging da leider nicht. Da müsst ihr halt, wie gesagt, auf Ganks total aufpassen. Kommt natürlich immer auf den gegnerischen Jungler an, aber wenn ihr euch die ganze Zeit reinbaiten lasst und sagt, ja, okay, ich gehe da hin, ich will dir mein E mitgeben und der Gegner das weiß und der gegnerische Jungler das weiß, dass ihr das so macht, dann kann es natürlich schnell doof ausgehen. Die gute Rek'Sai hier natürlich. Können wir mal gucken, ob wir da... Ich weiß es gar nicht genau. Können wir sie catchen? Wir sind auf jeden Fall schon so ein bisschen deep. Ja, okay. Da ist der Laser jetzt drauf. Ich habe nur ein E gemacht. Mit Ignite, weil... Ich glaube, ich hatte eh kein Mana. Aber es ging ja auch darum, dass ich sie schnell binde, damit sie nicht wegkommt. Ja, ein schnelles Bind. Wir haben leider so getradet, dass Vi gestorben ist und ich den Kill bekommen habe. Beziehungsweise Rek'Sai ist gestorben und Vi ist gestorben. Aber für mich ist das natürlich okay. Und Vi hat ja noch einen Assist bekommen, von daher. Gönnen wir jetzt den Scheiß hier von Morellos. Hab einen 2-0. Und kann er definitiv mit leben. Und wie gesagt, ihr habt das so ein bisschen gesehen. Mit der Ultimate kann man immer gut Leute catchen. Die Leute sind immer irgendwie so ein bisschen out of position. Ja, die laufen mal hier, laufen mal da. Man kann immer mal so einen Catch-Laser da reinmachen. Das ist quasi... Ja, gerade bei AD-Carries, die gehen mal so ein Stück nach vorne, wollen irgendwie so einen Q machen. Zack, Laser drauf. Zack. Dann müsst ihr... Also wenn ihr natürlich die Combo dabei habt mit W und diesen ganzen Scheiß, ist das natürlich noch cooler. Aber wenn ihr... Ja, wenn es nicht reicht und es schnell gehen muss, kann man auch einfach mal den Laser machen. So. Hab hier gepinkt, dass Rek'Sai Botlane ist, aber das habe ich übrigens erkannt, das weiß nicht, ob man das vorhin gesehen hat. Ich habe gesehen, dass Rek'Sai die Ultimate, beziehungsweise ich habe gehört, dass Rek'Sai die Ultimate gemacht hat. Und ich habe gesehen, dass da ein Tunnel war, vielleicht, also wenn euch das interessiert, müsst ihr leider zurückscrollen, dass da ein Tunnel war, wo die... weiße Leiste, also die Charge Time, wann der wieder ready ist. Der wurde quasi gerade genutzt, der Tunnel. Beziehungsweise hat man da auf jeden Fall so einen Balken gesehen. Und deswegen wusste ich, dass Rek'Sai dahin geultet ist. Ja, hier werde ich natürlich jetzt gechased, da Rek'Sai. Und gib ihm hier noch eine Q mit. Können wir hier was machen? Können wir das machen? Ich laufe. Ich weiß natürlich, dass ich sterben werde. Meine W-Dinger machen auch ordentlich Schaden auf Rice und kann ihn hier noch abholen. Werde halt selber umgebracht und das ist, was ich meine, so ein bisschen. Ne? Wenn ihr... Stellt euch mal vor, ihr seid auf der Top-Lane, da kommt ihr nie im Leben vor so einer Rek'Sai weg, ne? Das könnt ihr vergessen. Und, ja. Nimm hier nochmal ein Pink Ward mit, weil meine weggemacht wurde. Ja, da habt ihr aber auch gesehen, wie viel Schaden meine W-Viecher noch an dem Rice gemacht haben, ne? Das war halt auch echt krass und dann, das wird halt super schön unterschätzt, ne? Du chased. Und auf einmal machen dich diese kleinen Viecher mega krass kaputt. Wir haben jetzt hier auch schon 28% CDR, ist auf jeden Fall nett. Ich spiele in dem Game hier mit 35% CDR Run. Ja, ich habe das mit den 20%, was ich in dem ersten Video erklärt habe, erst nach diesem Game quasi für mich eingeführt und für mich festgestellt und festgelegt, weil ich damit nicht ganz so zufrieden war. Und deswegen habe ich in diesem Game noch die 35%, also die plus 15% in den Run. Aber ja, ich habe auch schon hier gesagt, so... Stundenglas ist eher nicht so der Way to go, aber das müsst ihr halt vor dem Game so entscheiden, ob ihr Stundenglas bauen wollt oder nicht. Ihr seht ja schon, gegen was ihr spielt oder nicht. So, entscheidet mich jetzt mal nach unten zu gehen, weil... Oder doch nicht? Ja, gut. Ja, okay, vielleicht. Also ich sehe auf jeden Fall, dass Botlane ziemlich gepusht ist am Turm. Rice ist natürlich ziemlich gut zu killen an sich, aber ich habe auch sogar wieder Flash ready. Also da sehe ich doch schon sehr greedy aus. Hau hier das eh wieder drauf. Krieg hier natürlich den Tower Shot ab, aber hab quasi ja, die Tower Shots gehen ja auch schön ins Schild einfach nur rein, ne? Hab quasi nichts abbekommen, was auch super angenehm ist. Und gehe hier komplett Yolonese-Mode. Komplett Yolonese unterm Turm. Da könnt ihr sehen, also ich meine, okay, ich hatte auch 3-1 schon, ne? Hab mein Morello schon fertig gehabt und sowas könnt ihr halt ausnutzen. Das ist natürlich super deep und gefährlich, was ich da gemacht habe, keine Frage. Aber ja, gerade mit dem kleinen W-Minions dazu und dem Damage von eurer E noch dazu, ist das schon echt crazy. Hier ist nochmal so ein Free Kill to go. Den nehmen wir mit. Der gute Bart, der Fridolin, wird sich hier auch abverpissen. Hab ihn hier noch gesilenced und haben E mitgegeben. Und RIP. Und so schnell sind wir von 3-1 auf 6-1. Aber das war natürlich absolutes Luck hier und muss man einfach sagen, dass die mir so die Finger gelaufen sind. Also ja, war schon not bad.
Wenn ihr Jungle Camps macht, solltet ihr immer die Kleinen zuerst machen. Also das E und so immer erst auf die Kleinen machen. Weil, also dann kann sich das eher halt, ich finde das ist ein bisschen geiler, wenn sich das erst auf die Kleinen verbreitet und dann den Großen killt quasi. Weil dann habt ihr quasi, also erst das E auf den Kleinen, dann vielleicht auf den nächsten Kleinen und dann auf den Golem. Dann habt ihr drei E's quasi, anstatt wenn ihr es auf den Golem macht, nur eins. So. Aber ja, ist jetzt auch nicht so wild, ne? Aber sind so ganz kleine Sachen. Ganz kleine Sachen. So, wir haben 1900 Gold. War natürlich absolut erfolgreich und noch einen Dragon bekommen. Gehen hier natürlich jetzt auf Leandris. Kaufe mir bei Leandris immer zuerst. Also, kommt drauf an, so als kleine Info allgemein. Je nachdem, wie viele Items ihr im Inventar habt, ja. Aber ich kaufe mir immer den großen Stab und den HP-Stein. Meistens kaufe ich mir nie das Buch. Weil normalerweise ist es so, dass wenn ich Leandris, also nicht auf Malzer, sondern generell baue, dass ich noch ein Item mehr habe. Ja, das heißt, ich hätte jetzt zum Beispiel vielleicht noch ein Abyssal oder irgendwas anderes. Ja, bei Malzer ist es so eine kleine Ausnahme vielleicht. Aber das heißt, ich hätte zum Beispiel bei Asia hätte ich noch einen zweiten Dorans. Ja. Und das heißt, ich hätte nicht so viel Platz. Und wenn ich jetzt den großen Stab hätte und das Buch und danach keinen Platz mehr habe, dann müsste ich entweder was verkaufen oder ich müsste irgendwie 1000, ich weiß nicht, 600 Gold sparen oder sowas. Wenn ich jetzt den großen Stab habe und den HP-Stein kann ich nochmal zum Gürtel ausbauen. Das kann ich mit dem Buch nicht machen. Und dann fehlen mir nämlich nur noch 500 Gold oder 900 Gold fehlen mir dann nur anstatt 1700. Hier wieder einfach nur die Ultimate drauf gemacht, weil, ja, der Dude war natürlich out of position. Ultimate drauf, gecatcht. Ne? Das ist halt echt krass. Ne? Das klappt, das sieht so einfach aus, aber das ist wirklich so einfach, Leute. Das ist wirklich so einfach. Die Gegner sind out of position. Ultimate drauf. Ultimate. Die gute Riven war hier, glaube ich, ziemlich fett in dem Game. Wir sehen es vielleicht gleich mal. Hier nochmal das Q drauf gemacht, ziemlich spät. Hab hier leider mein Ignite ein bisschen gewastet. Dachte, da geht noch ein bisschen mehr, aber war nicht der Fall. Wenn ihr auch super deep jetzt wohl, ob ich das nur überlebe, I doubt it. Ja, das wird nix. Hab ihm hier noch ein E mitgegeben, noch ein Q. Ne, der heilt sich glaube ich noch. Obwohl, ne, er ist sogar noch gestorben. Nice, der Bart ist sogar noch gestorben. Und jetzt seht ihr, kann ich halt. Ah, die ist auch noch gestorben. Nice. Jetzt kann ich halt den Gürtel kaufen. Und ja, ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel das Pinkwort nicht hätte, sondern stellen wir vor, ich hätte da jetzt anstatt des Pinkworts ein Item, irgendwie ein Dorans, und hätte jetzt statt den Gürtel ein Buch, dann müsste ich halt noch richtig viel Geld sparen. So. Dann laufe ich halt mit viel Geld rum, ohne es zu nutzen. Das finde ich doof. Das finde ich doof. Hup. Jhin muss ich auch sagen, ist ein Champion, der einfach mega krass Bock macht. Also ich spiele ja nicht gerne AD Carry, ne? Aber Jhin ist ein Champion, der macht einfach unglaublich viel Spaß. Also Jhin AD Carry ist halt echt richtig cool. Ihr habt übrigens gesehen, dass ich hier das Q gemaxt habe. Also ich bin eher der Favorit vom Q-Max, weil es halt viel weniger Cooldown hat als das W. Und das müsst ihr also für euch so ein bisschen entscheiden, was ihr machen wollt. Ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich die Riven so ein bisschen in Schach halte. Die Riven ist nämlich super stark. Die Riven ist richtig fett. Die hat, glaube ich, 4, 5 oder 6 Kills. Und deswegen muss ich gucken, dass ich hier die Riven irgendwie im Griff kriege. Riven ist natürlich auch schon immer so ein bisschen eklig wohl, was das Ganze angeht. Dupe. Oh, ich habe Hunger, Leute. Könnt ihr mir was zum Essen bringen, please? Das wär echt richtig nice jetzt. Zum Pushen benutze ich halt immer das EQ meistens, also E in die E und dann in die Caster so ein Q rein. Das klappt vorhin dann auch besser, wenn man noch das Q da Punkte drin hat, dann funktioniert das Ganze noch besser. Hier muss ein Teamfight ein guter Teamfight. Riven geht natürlich super weit nach vorne, flasht hier auch noch raus, sonst hätte ich sie gebindet. Kann hier nochmal die Vayne, ihr seht, zack, einfach nur Ulti drauf, ja. Ich hatte natürlich meine Minions noch, aber ich habe weder E noch Q gemacht, einfach nur Ultimate drauf. Wenn jemand sich zu weit nach vorne wagt, einfach nur Ultimate drauf. Ich wag mich jetzt auch gerade so ein bisschen zu weit nach vorne, habe ich dann auch gemerkt, okay, hey, Tobi ist ein bisschen deep, aber kann natürlich hier das Ding noch catchen. Ist natürlich ein absolutes Snowball-Game, ne? War natürlich ein bisschen Luck, dass ich da auf einmal drei Kills habe ich bekommen, von 3 an, von 6 zu 1. War natürlich ein bisschen lucky, bin hier jetzt gestorben, ist natürlich ein bisschen kacke. Gehe als nächstes dann auf die Maske, Haunted Geist. Ja, ihr seht schon, wir geben hier jetzt bei 21 Minuten schon den Inhib ordentlich weg. Es gibt natürlich Matchups, die sind besser für
Malzah und welche, die sind schlechter für Malzah. Grundsätzlich kann man sagen, dass Matchups, also gerade in der Laning Phase, Champ-Matchups, die... Ja, das ist unterschiedlich. Man kann sagen, Malzah, das habe ich ja im Guide Part 2 gesagt, ist gut gegen Champions, die rein theoretisch mobil sind, in dem Sinne, dass man sie fürs Team immobil machen kann, ja. Die Sin springt rein, Ultimate drauf und er ist nicht mehr mobil. Die Sache ist aber, wenn man gegen unmobile Champions spielt, kann man die halt noch besser mit dem Laser catchen, so, weil sie auch, wenn sie immer out of position sind. Oder man kann noch besser den auf der Lane, die, das W benutzen, ja. Das heißt, wenn die einmal ziemlich weit drin sind, so ein Set, zum Beispiel, wenn er jetzt, so unser erster Trade, den wir gemacht haben, da haben wir Ryze ultra viel Schaden gemacht. Wenn wir jetzt einen Champion haben wie Zed und wir machen das, dann wird er vielleicht einfach wegwehen und dann würden unsere Minions kaum Schaden an dem machen. Das heißt, immobile Gegner sind natürlich auch pretty nice, sag ich jetzt einfach mal. Pretty, pretty nice. Bin jetzt hier vorne ein bisschen am rumdörpen und trollen und fahren und tun. Ja. Yip, yip, yip. Da unten ist die gute Rek'Sai. Ein bisschen overextended hier. Was können wir machen? Was ich grundsätzlich immer mache, ist das Q in den Busch rein, weil das so längs ist quasi. Wenn sie dann stehen bleiben würde. Okay, da kommt noch ein Q. Sie ist silenced. Und bevor sie abhauen wollte, ist sie nämlich schon so auf die Wand zugelaufen. Also, das Ding ist, ihr müsst halt immer gucken. Wenn jetzt jemand so krass auf die Wand läuft, ne? Man hat gesehen bei Rek'Sai, sie wollte definitiv über die Wand buddeln, weil sie... Also es sah zumindest so aus, ich weiß nicht, ob es vom CD her gereicht hat, aber wenn jemand gerade auf eine Wand zuläuft, dann heißt das, dass er darüber flasht meistens, oder jetzt in dem Fall, dass sie buddelt. Und dann müsst ihr halt gucken, dass sie wirklich ultet, ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand ins Strength Pit reinlaufen wollte, den ihr chase und der auf die Wand zuläuft, dann könnt ihr zu 80% davon ausgehen, dass der über die Wand flashen will. Wenn jemand gerade auf eine Wand zuläuft, warum sollte jemand gerade auf eine Wand zulaufen? Dann muss die Ultimate sitzen. Gibt natürlich so ein paar Leute, die nutzen das natürlich aus und machen das dann absichtlich. Und obwohl sie gar kein Flash haben, laufen sie so, als würden sie Flash haben. Das kann vielleicht mal irgendwann klappen, aber naja. Naja. Hier ist nochmal die gute Rek'Sai. Die wird nochmal gelasert quasi, wird hier nochmal festgehalten, sodass mein Team hier nochmal Schaden drauf machen kann. Das heißt, einfach den Kram drauf machen, bis das Team, ja, so einfach als CC. Jetzt nicht unbedingt als Damage-Quelle, sondern einfach so, hey, du bist gebindet, mein Team kann dich jetzt umbringen. Ja, das war's auch mit dem ersten Game jetzt schon. Ich muss sagen, ich habe aus Zeitgründen das jetzt leider nicht anders hingekriegt, noch ein anderes zu kommentieren, weil, ja, ich bin jetzt demnächst auf Mallorca, ja, tatsächlich, und deswegen, ja, okay, wenn ihr dieses Guide-Video in so einem Monat seht, dann bin ich nicht auf Mallorca, aber okay, in dem Sinne, haut rein, macht weiter, seht ihr zu, auf Wiedersehen, tschüss und bye bye.